Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gloomhaven. Wir haben die zweite Story-Quest von unserem, wo haben wir ihn? Da, von unserem Brute angefangen und befinden uns gerade in einer Waldlichtung. Unser guter Kumpel hier hinten, Scarbit oder Scarbut, je nachdem, welcher Rechtschreibung man jetzt gerade nochmal glauben möchte, ist auf eine Erkundungsmission gegangen für uns, um nach Informationen zu suchen, und hat aber leider die komplette Meute zu unserem Lager geführt und wir verteidigen uns jetzt hier schon seit 4 Runden. Und müssen uns auch leider noch für, naja, weitere Runden noch irgendwie hier einmal irgendwie am Leben halten. Das Problem an der Sache ist, dass sich unsere Leute jetzt hier, dadurch, dass die Gegner also in diesem aktuellen Zug Schild mit Retaliate gespielt haben, sich unsere Scouts leider selbst vermöbeln. Und wir vermutlich gleich ein paar weniger Freunde haben werden. Was natürlich sehr unglücklich ist. So, dadurch, dass wir die Runde hier nicht wirklich was machen können, können wir hier tatsächlich. Also der Plan war ursprünglich mit Wall of Doom hier richtig reinzusäbeln, bevor die hier beschlossen haben, nichts zu machen. Das heißt, wir gehen auf Schadensreduktion fürs nächste Mal und hauen schon mal den Bogenschützen hier hinten einmal an. Dann sollten wir mit unserem Ohrring uns einmal unsere 3 verbrauchbaren Items wiederholen. Check. Dann schauen wir mal. Das ist aber nett von ihm. Er gibt uns einen schönen Heal. Und dann mach's mal gut. Das macht, glaube ich, keinen Schaden. Stattdessen stirbt er. Nice. Nächster. Immerhin Schaden. Und fast tot. Aber gucken, was wir machen können. Wir können diesen Stein hier nehmen. Und 1, 2, 3. Können wir nicht. Können wir das rückgängig machen? Set. Ich würde das eigentlich gerne rückgängig machen. Wobei hier ist auch okay. Ich wollte ihn eigentlich nach hier werfen. Aber hier ist auch vollkommen fein. Wobei der natürlich auch. Ah, wir können es rückgängig machen. Okay. Können wir nämlich vorher einen Schritt nach hier gehen. Und ihn jetzt werfen. Weil wie gesagt, der da oben stirbt sowieso. Nehmen wir gleich den hier mit. Die Rüstung quasi einmal zu negieren, in Anführungszeichen. Und. Boom. Der hat aber gesessen. So, noch 5 Runden. Wie wir hier sehen, kriegen wir keinen Moment Luft. Wir haben hier keine Möglichkeit, großartig zu cleaven. Wir könnten höchstens probieren, den umzusäbeln. Wenn wir das spielen, haben wir einen guten Heal der Unterseite und hiermit könnten wir mit der Oberseite einen Angriff spielen. Und uns sogar noch auf die Goldmünze stellen. So. Hier wollen wir auf jeden Fall stunnen. Und unseren Kollegen einmal heilen, denke ich. Wir haben Luft drin. Luft wäre nur ein Push. Das hier wäre ein solider Angriff. Aber halt auch 2 Schaden, muss man sagen. Aber hier unten wären es 3, ne? Also es kommen ein Gegner, 2 Gegner. Wir müssen gucken, dass wir möglichst immer mehr als das rauskriegen, was gerade reinkommt. Ich denke, dann haben wir eine ganz gute Chance. Wenn wir natürlich jetzt die Ice Spikes hier vernünftig reinknüppeln, könnten wir vielleicht hier versuchen, welche von den Bogenschützen hier rauszunehmen. Weil die werden hier langsam. Sehr nervig. Jetzt ist es gut, dass das rausgeht. Wir haben keine Erde und wir haben da drüben die 2 Bogenschützen. Das heißt, wenn wir den neben uns einmal mobilisieren und nach hier gehen, haben wir ganz gute Chancen, dass wir die Aggro soaken. Okay, ich denke mal, das sollte fein sein. Ah, da kommen die Mobilisierungsschüsse, die wir gewartet haben.
So, wir gehen also einmal noch hier. Und knüppeln auf den, weil der mehr Reichweite nach unten hat, wegzugehen. So, einmal heilen. Was machen denn die guten Guards? Okay, die hitten einigermaßen. Hoffen wir einfach eine gute Zahl. Das ist nicht die Zahl, die wir sehen wollten. Also wir hätten alles ziehen dürfen, außer eine Minuskarte. Wer jetzt an der Blutung nicht stirbt, wie das eigentlich geplant war. Oh, können wir nach da unten angreifen? Da holen wir am meisten Schaden raus. Moment, Reichweite 3. 1, 2. Nee, der, wir kommen da nicht dran. Müssten wir uns bewegen, das wollen wir aber eigentlich nicht. Das heißt, wir schieben den weg. Schieben auf jeden Fall den weg. Dann stört er uns nämlich nicht. Und dann drücken wir dem hier noch einen. Also das gibt's doch nicht. Haben wir schon wieder den Patzer gezogen mit unserem stärksten Angriff, den wir gerade zur Verfügung haben. Dann wir den Kollegen hier unten einmal. Schade. Und drücken hier einmal einen Heal rein. Das ist leider keine ganz so gute Runde dann für uns. Wobei der natürlich jetzt Gott sei Dank stirbt. Und der quasi auch. Nur dass die uns halt jeweils nochmal, also der eine jetzt nochmal einen Hit geben konnte. Und der hier könnte sich ruhig mal ein bisschen mehr Mühe geben. So wie der hier. Das ist genau das, was wir sehen wollen. Und das ist vollkommen unnötig, aber immerhin einen Toter. So. Wir stehen hier unten sehr ungünstig, könnten aber mit zwei Hits nach hier draufhauen und uns dann da raus bewegen. So, wir haben noch 7 Lebenspunkte, das heißt, könnten da unten noch einmal ordentlich durchsäbeln. So, mit zwei Schritten kommen wir so weit hin, dass wir einen Fünferangriff haben. Dann sollte das hier auch hinhauen. Mit ihm können wir uns nicht bewegen, hätten aber die Möglichkeit uns. Ja, was haben wir denn hier für eine gute Möglichkeit? Wir können nichts greifen. Wir können also nichts. Oh, wir könnten einen in den Felsen rein knüppeln. Hier bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Das testen wir jetzt einfach mal und dann mit Heavy Swing einmal direkt. So, Kollege, einmal ist ein bisschen hat sich gelohnt. Ein Crit dazu ziehen mit einem Rundschaden von 1. Aber immerhin sind zwei Flüche drin. Das ist, glaube ich, hier das Wichtigste. So. Geben uns die zwei Schaden. Und wir ignorieren jetzt unten die Münze, weil wenn wir nach hier gehen, kriegen wir einen Nachteil. Also der Gegner kriegt einen Nachteil und das ist, glaube ich, gerade mehr wert als die Erfahrungspunkte, die wir dann kriegen würden, aus meiner Sicht. So. Skip Movement, Confirm Action. Okay, das geht. Ich dachte eigentlich, man muss die Bewegung machen, um zu stampfen, aber dann können wir jedem hier einen Schaden reindrücken. Und Bogenschütze, Bogenschütze, was macht denn der Stickerchen? Kommt auf jeden Fall dran. Das heißt, wir sollten das. Eigentlich will ich den Stun hier nicht benutzen, weil ich den Stun benutzen möchte, wenn wir unseren dicken AOE machen, um quasi noch einmal eine gesamte Runde lang quasi fein zu sein. Das ist okay. Ziehe Aggro auf jeden Fall mit ihm, auch wenn ich ihn wegschieben würde. Aber hier haben wir, glaube ich, die höchste Chance, tatsächlich überhaupt
Schaden, also ihn zu töten. Schade, hätten wir eine plus 2 gezogen oder eine mal 2, wäre er gut gewesen. So ist er, naja, fast tot. Sehr schön. Das gefällt mir auch sehr. Das gefällt mir weniger. Das ist auch schön. Und damit haben wir den Patzer. Okay. Versuchen wir mal, den hier hinten zu plätten. Ja. Wir sind halt schon relativ schwach. Könnte tatsächlich sein, dass wir das Level nicht schaffen. Oder nee, Moment, da verbrennen wir eine Karte. Okay, die haben sich natürlich jetzt auseinander bewegt, weswegen das, was ich ursprünglich vorhatte, jetzt nicht mehr ganz so gut ist. Das heißt, wir legen uns lieber einmal Luft rein. Und verwirren den. Weil wir den hoffentlich einfach theoretisch zu Tode kiten können oder so. Ach du meine Güte. Okay. Wie machen wir es? Wall of Doom und wir gehen nach hier. Dann ziehen wir Aggro von allem, glaube ich. Ich bin an einem Plan an. Dann müssten wir den da unten natürlich plätten. In der Hoffnung natürlich vor. Wir rasten kurz, das ist wahrscheinlich am schnellsten. Braus, Resolute Stand. Wobei wir müssten mit der 24, wir müssen nach ihm dran sein, damit das funktioniert, was wir hier machen wollen. Und anschließend sollten wir den. Können wir mit Kauterisieren die beiden hier hitten? Ich denke, das ist eine ganz gute Option, die wir da haben. Dann hier der klassische Short Rest. So ist es manchmal. Exactly in Range 2. Kriegen wir eine gute Position hin? Nö. Kriegen wir alle in Reichweite 4 hin? Ja. Erde und Feuer kommen rein. Okay. So, Kollege. Wenn Erde reinkommt, können wir natürlich einen Stein werfen. Den Stein können wir dann sogar bis nach da werfen. Das heißt, Explosive Punch mit Clear the Way. Zack. Zack, die beiden kriegen Ohr. Und das sieht sogar, glaube ich, gar nicht so blöd aus. So, wir gehen nach hier. Und dann kommt unsere super Verteidigungsrunde hier. Einmal das und einmal das. Wir sind in Position. Gehen wir nach hier. Dann haben wir, glaube ich, die größtmögliche Option hier. Okay. Hat leider nicht das Ergebnis gebracht, das ich mir gewünscht hätte. Aber besser als nix.
Da finishen wir die beiden mal. Check. Müsste reichen wegen dem Gift. Ja. Nice. Dann machen wir uns hier unten mal vom Acker. So, einmal nach hier. Skippen. Stein nehmen. Ich glaube aber, es ist schlauer, den nach hier unten zu werfen, tatsächlich. Weil wir den sehr wahrscheinlich töten. Der hier hinten verwirrt ist und außerdem auf den schießt, während der hier wirklich in unsere Backline reinschießt. Und das ist mir, glaube ich, da tatsächlich einfach lieber, wenn der da einmal futsch geht. So. Wenn wir jetzt fleißig Karten rausbrennen, glaube ich, haben wir eine ganz gute Chance. Oh, die haben aber nur ganz kurze Reichweite, sehe ich gerade. Ist fein. Ist auch fein. Zwei Schaden zurück. Also genau das, was wir hier machen wollten. Nächste kommt. Und der bringt sich jetzt einmal um. Genau, was wir sehen wollen. Das hat sich gelohnt. Wie kann man so verdammt nutzlos sein? Wir haben in der ersten Runde so gut vorgelegt. Wir brauchen einen Heal. Und dann töten wir einfach den und lassen den in Ruhe. Das versuchen wir jetzt mit Fernkampf zu machen. Beziehungsweise, wir haben schon drei Karten rausgebracht. Wenn wir ihn heilen, haben wir keinen Fernkampf. Ein Problem. So, wir haben nur Feuer. Das heißt, wir könnten einem eine Wunde geben. Unsere Ice Spikes leider rausgeflogen sind. Oder wir versuchen, mit da unten auf den Bogenschützen drauf zu hauen. Das wäre vielleicht eine Option. Wenn wir nach hier gehen, können wir den beiden vielleicht den plätten. So. Ärgerlich. Aber wir wollen unsere Lebenspunkte, wenn es geht, behalten. Ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Punkt, aber um 1, 2, 3. Ist jetzt schon ein guter Punkt gekommen? Ich würde sagen, ja. Das heißt, wir müssten nach ihm dran kommen. Wir hier Erde reinlegen, damit wir hiermit quasi stampfen können. Und dann stunnen wir einmal rein. Das ist der Plan. Sogar sehr gut der Plan. Damit haben wir, glaube ich, uns gerade mehr oder weniger die Runde gewonnen, mit dass die sich jetzt verteidigen und einmal alle keinen Schaden reindrücken. So. Das heißt, wir müssen uns nämlich nur um die Bogenschützen kümmern und die nicht. Und dadurch, dass die jetzt alle vor uns dran kommen, die macht zwar weniger Schaden, aber wir wollen ja auch gar keine mehr töten, so wirklich. Weil ich glaube, die droppen sowieso alle keine Kohle mehr. Weil die ja quasi gespawnt sind. Aber wir haben die Möglichkeit, einfach so viel Schaden zu verhindern. So, das heißt, wir gehen einfach mal davon aus, dass wir den einfach töten. Natürlich in anderen Worten bedeutet, dass es schlauer ist, den hier zu töten. So,
Das war sogar noch einer, der seit der ersten Runde da hinten uns beschossen hat. So. Reichweite 3, das heißt von hier reicht's. Bleiben hinten. Und einmal einen Feuerball. Aber irgendwie fruchtet das heute mit unserem Elementalist nicht so wirklich. Wir gehen also in Position. Warum auch immer ich das drücke. Ja, mehr nach als nach hier geht nicht. Wobei, wir dürfen nicht neben unseren Kollegen gehen. Das heißt, hier ist auch fein. Okay. Zack. 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 Ultra-Stampfer des Todes. Wieso kriege ich 4 Schaden? Wahrscheinlich wegen dem 2-mal... Ach nee, weil das einmal retaliiert ist. Okay. Aber die können wir uns jetzt leisten. Skip Ability. Das war mir jetzt nicht ganz klar, was er da gerade von mir möchte. Aber ich weiß, dass der jetzt tatsächlich sehr nutzlos ist. Also vielleicht war es auch schon von Anfang an und ich habe es nicht mitgekriegt. Aber sogar hier unser Schamane kriegt es besser hin. Ach, YOLO. So. Moment, wir dürfen mit ihm nicht sterben. Wir dürfen mit ihm nicht sterben. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen mit ihm tatsächlich nicht sterben. So, wir wollen... eigentlich den Move unten haben mit dem Angriff oben. Das ist quasi unsere stärkste Combo, aber dadurch, dass die alle Retaliate haben, grillen wir uns damit selber. Das heißt, die sinnvollere Option ist in dem Fall, sich zu bewegen und wieder irgendwo Wunden reinzusemmeln. Auch weil wir dadurch Feuer kriegen und dann die Möglichkeit haben, hier eventuell noch was zu reißen. Heal mit Loot? Loot bringt uns nichts. Oh, wir sind aber auch hier fast tot tatsächlich. Wir könnten probieren. Ach, es ist unsere letzte Runde. Ja, dann wird hier nochmal voll reingesammelt. Gucken wir mal. Das ist blöd. Das können wir blocken. Immerhin bewegen sie sich nicht. Immerhin bewegen sie sich nicht. Karte raus. Vielleicht kriegen wir noch jemanden tot mit einem Crit. Ansonsten nö. Wir können uns aber das Gift gleich wieder runterheilen. Ganz ehrlich. Da können wir einfach hier auch für Erfahrungspunkte noch spielen für die 2. Das macht sowieso keinen Unterschied. So. In dem Fall haben wir uns voll. Und sind fertig. Und die Bogenschützen leider noch. Autsch. Autsch. Ja, man merkt, dass die ihre Bögen ein wenig kräftiger spannen können. So, und deswegen haben wir hier die Karte behalten.
Heißt, wir wollen hier natürlich nochmal den Erfahrungspunkt kriegen. Greifen jetzt hier irgendwas an. Sogar mal funktioniert hat, ich bin beeindruckt. Gibt uns keine Erfahrungspunkte zum Anlegen. Das heißt, das ist erledigt. Er bringt sich Gott sei Dank nicht selber um. Dann haben wir diesen Überfall auf unser Lager tatsächlich überlebt. Wir haben es geschafft, Leute. Faced with a solid resolve, the attackers turn tail and flee back into the forest. It looks like you have won. Immerhin etwas hier. So, nicht geschafft, nicht geschafft, nicht geschafft. Aber wir haben zumindest mit ihm nur kurz gerastet. So, gucken wir uns den Schadensgraf an. Unser Elementalist hat ja richtig reingezackt gerade. Der hat sogar weniger Schaden gemacht als unser Tank. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben in den stärksten Angriffen jedes Mal einen Patzer gezogen und damit irgendwie so 10, 15, wahrscheinlich so zwischen 10 und 15 Schaden einfach mal komplett verhindert. Aber das kommt mit dem Level. Nicht, dass ihr da jetzt ein falsches Bild von habt. Und wir müssen leider ja irgendwie auch Erfahrungspunkte hinkriegen, um auf das Level zu kriegen. So, Quest complete. Wir kriegen einen Perkpunkt und jeder kriegt 5 Erfahrungspunkte. The traitor didn't even lead his troops into battle. No wonder their morale broke. He isn't much of a commander. We've located both his main mustering ground, but also some ruins nearby where he has troops performing strange rites. It's probably worth raiding the ruins first and seeing what he is up to. Aber das ist jenseits von dem, was wir machen können. Damit ist der Punkt erstmal erledigt. Und wir nutzen die letzten Minuten einmal zum Aufleveln vom Brute auf Level 4. 2 neue Karten. Unstoppable Charge und Devastating Hack. Ein Angriff mit 8 und 3 Erfahrungspunkten. Dafür einmalig. Oder ein Angriff mit 5 und einem AOEs dann auf der Unterseite. Ich würde mal spontan sagen, wir entscheiden uns an der Stelle für Unstoppable Charge. Weil es einfach ein solider Angriff ist, auch wenn wir den eigentlich nicht brauchen. Und dann hauen wir stattdessen, ich glaube, den... was hat denn das für eine Unterseite? Move. Dann hauen wir das Trample raus. Ich denke nicht, dass wir das gerade erstmal so wirklich brauchen. Und dann haben wir natürlich 2 Perk-Punkte. Einmal das durchs Level-Up und einmal das durch die Quest, die wir gerade erfolgreich gemacht haben. So, das heißt, wir nehmen uns eine Stunt-Karte dazu. Und ich glaube, wir brauchen doch ein bisschen konstanteren Schaden und nehmen nochmal eine -1-Karte raus. Gut. Und dann kann unsere gute Berserkerin auch auf Level 2 aufleveln. So, wir haben eine Fernkampfkarte mit Break the Chains, die uns die Gegner quasi ranholt. Und mit einem ziemlich guten Movement, wenn wir Feuer verbrauchen und wenn wir weniger Leben haben. Aber das ist nicht so das, was wir eigentlich haben wollen. Stattdessen haben wir hier jetzt das erste Mal die Möglichkeit, einen AOE-Angriff zu machen. Und die Unterseite können wir ignorieren, die werden wir nie spielen, aber wir wollen auf jeden Fall den AOE-Angriff haben. Die mal ein bisschen mehr Schaden rausdrücken können. Und was stattdessen rausfliegt, ist... Gute Frage. Blood Pact, denke ich, fliegt raus. Wir wollen nicht so schnell droppen, sondern so nach und nach. Und damit ist es eigentlich die bessere Option. Und sie hat auch vor allen Dingen eine bessere Zahl. Und das machen wir, das Standardding natürlich. Wir hauen uns 2 -1-Karten raus. So. Damit haben wir den Schritt. Dann können wir unser Roster fürs nächste Mal noch fertig machen. Wir haben hier wieder eine Sidequest mit den ganzen Jobs quasi, die wir aber eigentlich nicht machen wollen. Wir könnten... Muss man auch ganz kurz mir hier gucken. Haben wir... Welches Level ist sie denn? 3. Wir könnten anfangen, hier unten die Nebenquests weiterzumachen, oder wir gehen das nächste Mal erstmal für ein Relikt, weil mich das wahnsinnig interessiert, was wir hier rausholen können. Das heißt, wir setzen einmal unseren Blut erstmal wieder in den Quartermaster um. Und benchen auch für das Level einfach mal unseren Crackheart.
Und ich würde mal sagen, wir testen mal den Doomstalker das nächste Mal. Ah, wir haben noch ein paar Minütchen. Das heißt, wir können hier noch einmal ganz kurz durchgehen, was er so für Karten hat. So, natürlich ist er Fernkämpfer. Und hier sehen wir auch schon seine Special-Fähigkeit, also das, womit er ganz gut funktioniert, nämlich auf der Unterseite mit dem Doom. Das heißt, wir können quasi Gegner markieren mit einem Doom-Marker. Und solange die gedoomt sind, kriegen alle unsere Fähigkeiten oder fast alle unsere Fähigkeiten einen zusätzlichen Bonus. Wo sehen wir das ganz gut hier? Nee, Moment. Hier. Mit Swift Trickery. Zwei Schaden, aber wenn das Gegner gedoomt ist, kriegen wir halt mehr. So, das heißt, wir haben 12 Karten und die unteren drei nicht. So, gucken wir mal. Retaliate 3 brauchen wir nicht. Ein Summon. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Fresh Kill wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Es ist ein Jump und es ist ein gegen volle Gegner ein Angriff mit 4. So, die Karte ist gut. Die könnten wir auch erstmal drin lassen. Solider Angriff. Brauchen wir nicht. Oder? Gucken, was wir eventuell Rauch raushauen können. Frightened Curse. Können das Doom rüberhüpfen lassen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Detonation kann raus. Wir wollen eigentlich nicht mit Fallen spielen, weil wir haben nicht so wirklich das Movement. Wir nehmen dafür Fresh Kill rein und haben unseren Bild bis nächste Mal fertig. So, wir könnten wieder hier weitermachen. Machen wir hier hinten kurz. Haben wir nichts? Haben wir nichts? Haben wir nicht? Doch, wir können ab jetzt Erde verzaubern. Und wir schalten die Berserker Story Quest frei. We've received word that the Overseer has returned to Gloomhaven. He's dangerous and he's got history with the Berserker's clan, so I'm letting her lead the investigation. You need to find him and take him down. Das ist aber auch im hohen Norden und damit erstmal für uns unerreichbar. Dann sehen wir uns hier an der Stelle wieder und gehen uns den einen Ring hier drüben aus dem Grab holen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.